Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Yandere Simulator. Ihr habt wieder mal für die Clubs abgestimmt und es war nur noch zwei zur Auswahl. Der Musikclub und der Fotografieclub. Und gewonnen hat... Ich glaube, es war zu laut. Auf jeden Fall hat gewonnen der Fotografieclub. Das ist so ein Club, den man eigentlich nur am Anfang, sage ich mal, nimmt. Vielleicht den ersten Tag. Vielleicht und nicht mal ganz den ersten Tag, weil man den wirklich nur am Anfang braucht. Und ich zeige euch erstmal, was er denn macht. Wenn man raustappt, so wie ich. Nein, okay. Wenn man ein Foto von jemandem machen will. Warum tappe ich jetzt die ganze Zeit raus? So. Ah! Ich spiele das lieber im kleinen Bildschirm, keine Ahnung. Dann reagieren die Leute doch recht unterschiedlich. Es gibt die, die dann halt einfach posen. Oder es gibt halt die, die mich nicht beachten, weil es ihnen scheißegal ist. Komm schon. Ja. Gut, den interessiert es nicht wirklich gerade. Dann gibt es halt noch andere. Ja, sage mal. Die reagieren erschrocken und verdecken das Gesicht. Und wenn sie das Gesicht verdecken, kann ich natürlich kein Foto von denen machen. Dann gibt es wiederum andere, die reagieren. Die reagiert jetzt auch erschrocken, verdeckt ihr Gesicht. Also je nach der Persönlichkeit, die sie halt haben, verdecken sie halt das Gesicht oder reagieren halt spontan oder so. Wenn man halt ein Foto von ihnen machen... Oh, Senpai. Ah, siehst du. Machen möchte. Ich guck mal hier, die rote... Okay, so reagieren sie nicht. Müssen wir warten, bis sie gleich mal weggezogen sind. Da, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Komm schon. Ah. Also, hier... Oh. Mann, ich tapp gerade die ganze Zeit raus. Das ist nicht gut, aber es ist halt für die Aufnahme besser in Vollbild. Du hast auch Angst und du reagierst selbstbewusst. Das ist schön, das ist eine andere Reaktion. Du reagierst auch selbstbewusst. Sehr schön. Und ja. Wie gesagt, haben die dann alle unterschiedliche Reaktionen. Ich glaube, sie ist auch sehr selbstbewusst. Nee, sie ist sogar... Doch, sie ist dann happy. Sie mag das. Ich kann jetzt nicht alle fotografieren. Sie guckt halt ein bisschen böse und möchte es nicht. Sie ist wieder erschrocken. Sie auch. Und, sie ist wieder so happy. Auf jeden Fall reagieren die halt ein bisschen anders alle. Und, das hängt von der Persönlichkeit ab. Ihr habt ja gesehen, die haben einen eigenen Charakter. Das ist ja schon länger so. Und wenn ich jetzt erstmal aus dem Club hier rausgehe... Dafür müssen die erstmal hier sein. Gut. Und in einen anderen Club reingehe, in den Fotografie-Club, hat das dann einfach den folgenden Aspekt, beziehungsweise den folgenden Hintergrund, dass ihr erstmal sagen kann, dass er wunderschön ist, weil er noch nicht am Platz steht. So, kommt schon. Wo ist der Typ? Ah, dieser blöde Leiter. Jetzt kann ich nicht aussteigen, weil er sich verpackt oder was. Gut. So. Ja, ich möchte raus. Ja, ich bin die Scheiße. Gut, Fotografie. Ich finde das noch. Das dauert immer ein bisschen, aber ich finde das. Also, ich kann ja schon mal weiterreden. Wenn wir im Fotografieclub sind, dann ist es halt so, dass wir zum Beispiel, ich sag mal, fürs Jahrbuch fotografieren und dass die Leute dann natürlich eher hingucken und halt nicht das Gesicht verstecken. Ich sag halt, am Anfang ist es deswegen sehr sinnvoll. Hi. Ja. Also jetzt habe ich so eine Kamera umhängen und am Anfang ist es einfach sehr sinnvoll, die Leute zu fotografieren. Beziehungsweise beim fertigen Spiel wird es dann sinnvoller sein. Momentan mache ich es ja auch nicht wirklich, wenn ihr meine Let's Play schon länger verfolgt. Aber halt im richtigen Spiel wird es dann halt wichtig sein. Und wenn ich jetzt ein Foto von jemandem machen möchte, dann gucken sie einfach ganz stur. Egal, welche Persönlichkeit sie haben. Ihr habt ja gesehen, vorher war das anders. Jetzt gucken sie einfach. Ist er hier... Ja... Ist ja der Club, ne? Ist ja fürs Jahrbuch. Jahrbuch lassen sich fotografieren. Gut. Hat man da nämlich keine Probleme mehr mit. Und dann weiß man als Social Butterfly zum Beispiel, das weiß man, dass sie zu anderen laufen würde, wenn sie einen beim Morden sieht. Bei ihr ist es so, dass sie in Senpai verliebt ist und auch zu anderen laufen würde. Habe ich von ihr schon ein Foto? Ich weiß es nicht mehr genau. Egal. So, auf jeden Fall sind das halt so die verschiedenen... Oh, Senpai. Senpai wissen wir natürlich alle schon. Den brauchen wir nicht. Aber hier auch bei den Jungs natürlich. Bei den Jungs gibt es natürlich auch ganz verschiedene Leute. Hier Teacher's Pet, der will zum Lehrer laufen.
So kann man halt die Informationen über die Menschen sammeln. Auch würde auch zum Lehrer laufen. Man weiß, wie sie reagieren. Und wenn man weiß, wie sie reagieren und welche Persönlichkeit sie haben. Wenn man jetzt zum Beispiel hier jemanden sieht, der hat die Persönlichkeit. Wo steht das nochmal? Er ist ein Kunstclub, das ist schön. Ja, Teacher's Pet Persönlichkeit, gut. Ach so, ja, genau. Was wollte ich sagen? Jetzt weiß ich wieder. Die laufen halt zum Lehrer und ich wollte mal gucken. Die Jungs sind alles Teacher's Pet. She's acting strange. Ich gehe hier lang, Mann. So, sie waren auch Butterflies, aber sie ist zum Beispiel. Ach Gott. Sie ist zum Beispiel. Jetzt habe ich ja schon gesendet gehabt, aber sie ist zum Beispiel böse. Und böse Leute, die laufen nicht weg, die schauen eher zu. Die schauen zu und laufen nicht weg. Und die hier sind eh nochmal ein ganz anderes Spektrum. Weil sie sich nicht mal zeigen, du blöde Kuh. Ich glaube, bei denen ist es so, dass sie dann zu viel Angst haben, mich zu verraten und dementsprechend nichts machen. Komm, kann ich die irgendwie fotografieren? Nein, kann ich nicht. Ach, bist schon eine ziemlich dumme Kuh, weißt du schon, ne? Mann, 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 Mann. Von der Seite auch nicht? Nein. Gut. Auf jeden Fall hilft es schon zu wissen, was die machen. Wovor es wahrscheinlich nicht hilft, kann ich euch schon sagen, ist halt, wenn ihr jetzt. Ich hätte jetzt echt mal ein Groß aufnehmen sollen heute wenigstens. Wenn ihr jetzt die Unterhosen fotografiert, das hilft halt nicht. Das finden sie immer noch komisch, weil keiner kann mir sagen, dass ich fürs Jahrbuch Unterwäsche von Mädchen fotografieren muss. Ja. Ja, ist schon ein bisschen creepy, ich weiß. Zeig mir mal deine Unterwäsche. Gut. Ich verliere zwar gerade ziemlich viel Respekt, aber egal. Oder Beliebtheit, sagen wir es so. Aber dafür habe ich die Mädchen gleich durch. Warum haben sie eigentlich immer die gleichen Unterwäsche an? Ich kann andere anziehen, obwohl meine dann auch weiß aussehen. Das ist komisch. Für was gebe ich mir die Mühe, morgens meine Unterhosen rauszusuchen? All das sollte man immer noch heimlich machen. Hi, Boys. Aber sonst kann man hier halt mit Enter das aufrufen. Da kann man halt die Fotogalerie zum Beispiel aufrufen. Dann hatten wir hier die Fotos, die uns nicht so viel bringen, die wir halt gespeichert haben. Yeah! Oder wir haben halt die Student-Info, wo wir halt die fotografierten Leute nochmal abrufen können, über die wir halt was wissen. Ja. Gut. Dann sehen wir auch, von wem wir schon die Unterhosen fotografiert haben und von wem halt noch nicht. Oh, dann gibt es natürlich hier noch Request-Favor. Dann können wir hier gucken. This scheme we end, you will be being betrayed. Da da da. Also, was wir halt machen: Deadline, Shame Name. Da brauchen wir mal 100 Panty-Shots, das haben wir natürlich nicht. Ja, die sind ein bisschen teuer. Was ist das? Expert, this scheme we end, will you. Okay. 5. Pleasure doing business with you. Okay. Steal answer sheet vom Fakultätraum, bring answer sheet. To Info-Chan, obtain, to Original Answer Sheet, to Fakultät. Gut. Das starten wir, dafür machen wir Freitag. Können wir erstmal durchgehen. Freitag ist der 5. Tag der Woche. Dani hat gelernt. Woo, sie ist so gut. So. Request Favor. Schemes. Machen wir das, das können wir uns leisten. So, Steal Answer vom Fakultätraum. Es habe ich aber, es ist gestartet, ne? Okay, es ist gestartet. Steal Answer Sheet vom Fakultätraum. Das machen wir. Ich glaube, der ist. Ist der oben oder ist er hier unten? Ja, ich verlaufe mich ziemlich gerne. Aber es sieht wirklich alles gleich aus. Ah, gefunden. Das ist doch die unterste Stufe. Gut. Hätte auch einfacher gehen können. Also doch ganz unten. Ich war gerade ein bisschen zu blöd, das zu finden. Stattdessen versuche ich hier irgendwie zu denken. Ich habe über 1000 Ecken gedacht, so, hä, meinst du vielleicht damit doch den Fachraum oder so? Nein, es war. Ach, okay, egal. Wir haben es ja geschafft. Jetzt müssen wir nur noch zu Infoschan. So, wie kann ich Ihnen das jetzt geben? Hallo? I know you're there. Run along now. There's nothing for you to see here. Ja, und wie soll ich sie dann geben? Ach, This hier. one's free. Don't get used to it. Gut. Dann nehme ich die.
Okay, ich bring's wieder zurück runter in den Raum. Gut, gut. Das kriege ich doch gerade so noch hin. Und hier lag's, genau. Duplicate Sheet in YSDS at lunchtime. Wenn es at lunchtime erst ist, muss ich erstmal in den Unterricht. Da kann ich halt alles nochmal ein bisschen skillen, so. Und jetzt ist Freitag, es ist Lunchtime und es ist Freitag. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich weiß nicht, ist sie hier in der Klasse? Nein. Ist sie eins höher? Ja, ist sie. Merkt niemand. So. Klasse. Wieder in die Klasse gehen. Gut. Ich gehe in die Klasse. So. Hast du was gebracht? You're in big trouble, young lady. Come with me. I'm taking you to the guidance counselor. Oh, ist der Bär beim Cheaten erwischt worden? Oh. Tut mir überhaupt nicht leid. Also das war auf jeden Fall das, was ich machen konnte. Das andere kostet alles 100 Panty Shots, was ich jetzt nicht so kriege. Was gibt's noch so für Services? Ja, das hatten wir ja schon. Und Drops? Drops gibt's noch nicht. Wahrscheinlich gibt's dann irgendwie Messer oder so. Also, das war's auf jeden Fall. Fotografie-Club hat jetzt nicht so viel zu bieten, aber ist ein geiler Einsteiger-Club für so den ersten Tag, damit man halt so rausfindet, wer ist wer und von wem man halt morden kann, wer einen nicht verrät und wer halt verrät und, ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. War etwas kürzer, die Folge. Dafür haben wir Kokuna so richtig dran bekommen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.